Hallo Leute und willkommen zurück zu unserem Let's Play zu The Crew Motorfest. Es ist Tag 2 des Vorabzugangs und wir springen direkt wieder rein ins Spiel und machen weiter mit der Donut-Playlist. Let's go, Leute! So, wir machen genau da weiter, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Ja, Wegpunkt haben wir schon Das gesetzt. nächste Ziel? Freut mich, dass ihr Diamond dabei Head. seid, dass ihr Los Bock habt. geht's! Dass wir uns gemeinsam dieses geile Spiel anschauen. Keine Zeit zum Surfen. Ja, Leute, ich hoffe, es geht euch alle Grinden. gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja, lasst mir bitte gerne ein Like da, wenn euch meine Videos gefallen. Lasst mir ein Abo da, kommentiert. Ja, kommt Ich in darf dir unseren nur einen Hinweis Discord-Channel, wie auch geben. immer. Das Das hilft mir Amt auf von jeden Fall James weiter. Seeker Auf jeden ist Fall Daumen gefährdet. nach oben. Ganz wichtig. Das Wichtigste, das ihr für uns tun könnt. Und dann gucken wir mal. So, dann gehen wir direkt rein, ohne viel Zeit zu verlieren, und gehen in das vierte Event dieser Playlist. Willkommen beim Driften. Oh Leute, ich hasse Driften. Ernsthaft, ich bin der schlechteste Drifter der Welt, glaube ich. Und wenn nötig, Nitro benutzen. Wir haben Nitro deaktiviert. So, nichtsdestotrotz, wir gucken mal. Ja, und schauen einfach mal. Also, ich weiß nicht, ich habe ja, wie gesagt, schon so ziemlich alles Now's your gefahren an chance to get sideways, Racing new Sims. shot show. You'll be drifting Ich this bin der nifty schlechteste fishy Drifter Lancer der Welt. Das Evo ist ass so up and gar down the nicht mein Ding. corkscrew. The only one you're competing in this challenge against is yourself, just like in Ja, da life. gibt es nicht viel Can zu you get all competen beim steezy with Driften. your slide? And how long can you maintain your drift? Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich wird das nicht sonderlich erfolgreich werden. Ohne Witz, ich. Boah, Driften ist gar nicht meins. Das gucken wir mal, wo geht's denn hier lang? Ah, ich habe natürlich bis hinten direkt schon wieder die Bande getroffen. Oh Leute, ernsthaft. Beim Driften wollt ihr mir nicht zusehen, glaubt mir. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich habe da auch noch nie irgendwie Gefallen dran gefunden. Also für mich ist das komplett uninteressant zu driften. Wenn wir hier tatsächlich driften müssen, um die Playlist zu schaffen, das ist natürlich ganz schlecht, ja. Ja, wir kriegen tatsächlich ein paar Punkte, aber die helfen uns ja nicht wirklich so weiter. Denn das ist natürlich Kleinkram. Ja. So. Lancer Evo, my friend said it was the fastest car that he's ever driven. What's up, Dan? I bet you never thought you'd be in a video game. Das kriegen wir definitiv nicht hin, das kann ich euch direkt schon mal sagen. Wir haben auch schon ganz viele Leute versucht, das Driften beizubringen. Oh. Bin ich echt zu doof zu. Ist nicht meine Welt. Will ich auch gar nicht. And Ich now you're a hasse Driften. certified drifter. Ja, das war wohl nichts. Oh, wenn das natürlich reicht, um weiterzukommen, super, dann bitte direkt weiter, denn nee, möchte ich bitte nicht wiederholen. Ich weiß, alle Leute von euch, die gut driften können, die driften mögen, die haben sich jetzt wahrscheinlich kaputt gelacht, aber echt. Nee, Leute, ich driften. Nee, nee, nee. Gut Nicht gemacht. meins. Neue Gut gemacht, Herausforderung oh, voraus. danke. Dann aber Zu Hause ganz macht ganz schnell sicher weg hier. unglaublichen Spaß. Aber für die echte Herausforderung ist das Tempo nicht entscheidend. Und bitte zum nächsten Event, denn. Nee, 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 nee. Ganz schnell weg vom Driften. Ganz schnell weg, ihr Lieben. Ja, warum ist das so? Ich weiß es nicht, bin ganz ehrlich. Also, ich finde auch, mir Driften anzuschauen, extrem langweilig. Wirklich. Also, ich konnte mich da noch nie für begeistern und Also, ich du finde musst zum es Flughafen von extrem Honolulu, langweilig und dort das auf die ist Rollbahn, überhaupt um nicht mein Reservos Ding, zu finden. Driften.
Diesmal erwartet dich das Team mit einer ganz anderen Art von Auto. Eine ist auch, glaube ich, okay so. Jeder ist anders, ja. Und für mich, ich bin kein Drifter. Will ich auch nie werden. Ich mag cruisen, ich mag fahren, ich mag racen. So, wir gucken mal. Wir gehen zum nächsten Event. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ich sehe den einen oder anderen immer noch lachen über mein Driften. Schon okay, ihr dürft. Verzeih euch das. Alles gut, Leute. So, wir gucken mal, dass wir hier schön weiterkommen. Wie gesagt, heute ein bisschen Progress machen. Du musst konzentriert und geschickt sein. Konzentriert und geschickt, ja. Gucken wir uns an, was das ist. Das kann alles bedeuten und nichts, ja. Also, wir werden es uns anschauen, Leute. Oh, wir sind hier in einem Slalom-Event. Mhm. Ja, aber da wollten wir doch eigentlich gar nicht hin. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich wollte eigentlich nur an meinen nächsten Bestimmungsort. Nee, das ist ja wieder... Nee, jetzt hat er mir doch bestimmt meinen Wegpunkt hier zerbellert. Ja, lass das mal ablaufen. Ich wollte doch gar nicht in dieses Slalom-Event rein. Komm, komm, mach ihn, Junge. Der mir natürlich mein Wegpoint ausgenommen. Genau, Wegpunkt. Und da wollen wir jetzt hin. Nein, wir brauchen kein Einführungsvideo. Ich möchte bitte zum nächsten Event. Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Dass du dann automatisch da rein gelangst, beziehungsweise dass der mir dann automatisch meinen Wegpunkt zerdeppert, ja? Jetzt hoffe ich mal, dass er mir dann nicht schon wieder automatisch den Slalom Wegpunkt setzt. Und dann werde ich hier zum Frosch. So, wo war denn das? Da vorne irgendwo, oder? Knapp vorbei, jawohl. Junge, Junge, du fährst aber auch einen wilden Reifen. Ja. Genau, das ist genau die gleiche Strecke. Und nein, ich möchte nicht in diesen Slalom rein. Ich möchte bitte an meinen vorgesehenen... Ey, guck mal, das ist ja wohl... Nein. Möchte ich nicht. Okay, also man kann da tatsächlich daran vorbeifahren. Zum Glück. So, dann sind wir auch da schon angekommen. Denn hier wollen wir in der Tat hin. Und dann steigen wir direkt rein in das nächste Event, Leute. Nein, möchte ich nicht. Wir lassen das alles so, wie das ist. Das passt schon ganz gut. Raptor Delicacy. Okay, dann würde ich sagen, rein da. Berühre nicht die Pylonen. Das ist ein guter Plan. Keine Bremsen. SVT and I say driving, but you're stuck in cruise control and you cannot use your brakes. Ah, okay, der Tempomat hängt und wir können nicht bremsen. So how clean can you drive when slowing down isn't an option? Okay. Okay, das heißt, ich kann die Pedale
da unten mal vergessen. Riddle me this, Coneheads. How do you win when everyone's going the same speed? That's right, your cruise control is locked and you've got to weave through a whole bunch of cones. But don't even think about touching them. Spannend. Okay, das ist natürlich mal was ganz anderes. Das heißt, wir können weder beschleunigen noch bremsen. Und sollen versuchen, hier möglichst gut durchzukommen, ohne die Pylonen zu berühren. Okay. Spannend. So ist denn die Vorgabe weiter nach vorne, wenn ich überhaupt keinen Einfluss auf meine Geschwindigkeit habe. Okay, oder ist das einfach, damit man besser sieht? Ne, wie auch immer, wir gucken mal. I don't know if your robot assistant told you, but I may have forgotten to install the brakes. Ja, ich hab vergessen. Was? Er hat vergessen, die Bremsen einzubauen, sagt er. Das ist schön, ja. Ganz hervorragend. I've got your mom on speed dial, so you better keep your driving clean and tidy. Danke. Ist ja wirklich nicht ohne. How clean can you drive with no brakes? Ja, how clean, wenn die Kiste überhaupt nicht rumzieht. Gar nicht so einfach. Ja. Oh, I'm sorry. Is this truck too big for you? You wanna widow baby? Nee, aber wenn der ein bisschen rumlenken würde, wäre das schon ganz cool, ne? Ach, guck mal da, so kriegt man dann doch die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Get it? Like in the movie? Okay. Aber geile Sache, ne? Also gute Idee. Die lassen sich echt was einfallen hier. Ey, Leute. Boah. Übel. Nee, überhaupt keine Chance, die Kiste hier rumzukriegen, ohne in die Bande zu knallen. Okay. Okay, das ist natürlich mal eine witzige Sache. Finde ich aber ein cooles Event eigentlich. Ist mal was ganz anderes. Boah, das gibt ganz schön Abzüge, wenn man hier die Pylonen wegballert. Na komm, gib uns unsere Belohnung. Schaut euch mal das schöne Auto an. Ganz schön. Ganz schön verballert, tut mir ja fast leid. Belohnung verfügbar. Ja, unsere Belohnungen kriegen wir natürlich erst nach dem erfolgreichen Abschluss von 3 Playlists vorher. Haben wir da überhaupt keinen Zugriff drauf. Das nur mal auch so als kleine Info am Rande, Leute. Was für ein Sieg. Sicher werden viele folgen. Ja, ich hoffe doch mal. Ach, das war eine ganz coole Sache. Jetzt mal was ganz anderes. Ich bin gespannt, was die Donut-Crew aus den unglaublichen Szenen macht. Tja, ich bin mal gespannt, ob das. Ey. Ob das dann besser wird als bei dem Abschlussevent von Porsche 911. Oder ob das tatsächlich wieder genauso ein Dilemma wird, ja. Denn beim Porsche 911 unser Abschlussrennen, das war ja ein einziges Dilemma. Ey. Ein kleines unverfälschtes Straßenrennen. Mist, ich habe schon wieder zu viel verraten. Nicht. Tu einfach so, als hättest du nichts gehört, ja? Danke.
So, Leute, wir fahren also zu unserem letzten Event dieser Playlist. German Qualität. Oh, spannender Name. Leute, spannender Name. Wir lassen uns mal überraschen, was dahinter steckt. In der German Qualität. Das passt ja dann in unserem Fall. Als Deutsche. So, und dann gehen wir auch direkt einfach mal rein. So. Okay, da muss ich sagen, Start. Ich sehe da einen BMW auf dem Bild. Ah, hier wieder Audi oder BMW. Ich kann direkt schon mal sagen, in dem Fall bin ich definitiv Audi-Fan. Auch da ist für mich dann die Wahl relativ einfach. In meinem Fall auf jeden Fall Audi. Immer vor BMW. Aber wir schauen mal, welche Autos man uns hier genau anbietet. Welche Modelle? Ja, brauchst gar nicht rüber zu klicken. Auf jeden Fall der Audi R8 Spider. Also das ist ja mal überhaupt keine Frage. Audi R8 Spider. Okay, sure. Prove me wrong. Das ist auf jeden Fall das geilere Auto hier. Dagegen sieht der BMW ja mal nach nichts aus. Meiner Meinung nach. Das ist nur meine Meinung, ja, Leute. Also bitte nicht böse werden. Jeder hat hier seine eigene Meinung. Aber ich gebe da dem Audi auf jeden Fall den Vorzug. Das ist überhaupt keine Frage für mich. Schauen wir mal, da vorne ist schon wieder unsere Donuts. Ja, also hier lang. Dann haben wir erstmal schöne Linkskurven hier. Müssen wir erstmal aufpassen. Dass wir nicht direkt wieder wegfliegen. Ne? Was war das? Da ist doch eben ein Baum mit durchs Bild geflogen. Ach, guck mal, der Homer, den kennen wir doch noch, oder? Okay. Ja, habt ihr es gesehen? Da irgendwie mäht der Kollege Homer wohl gerne irgendwie Bäume ab, ja? So, zumindest sieht das hier mal gerade so aus. Da kann man einen schönen Sprung machen, habe ich gesehen. Da ging es die Treppe nach oben. Aber meistens bringen die Sprünge renntechnisch eigentlich nichts, weil die einen eher verlangsamen. So, jetzt gehen wir mal weiter hier und nicht aus der Kurve fliegen, mein Lieber. Das bringt uns... Ach, nee. Das kostet immer so, so böse Zeit, wenn das passiert. Ganz böse Sache, Leute, in so einem Rennen. Hey. So, aber coole Strecke. Geiler Wagen. Da vorne haben wir wieder eine ordentliche Kurve. Okay, diesmal haben wir auch ein bisschen Traktion gehabt, zum Glück. Ja, nee, also Audi V8 Spider. Das ist für mich persönlich keine Frage. Ein sehr, sehr schönes Auto. Wie seht ihr das? Hättet ihr den BMW genommen, gefällt euch der BMW besser? Mag ja alles sein. Ist ja auch ganz legitim. Ihr müsst ja hier nicht den gleichen Geschmack haben wie ich, ja? So, hier rum. Diesmal ohne wegzurutschen, ja, das ist besser. Denn das kostet natürlich immer ganz viel Zeit. Ja, komm, 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 Junge! Zeigt dem BMW mal, was hier in dem Audi V8 Spider steckt. Und ja, Gruß an die Stoßdämpfer. Sehr schön, läuft.
So, 4 Sekunden ist natürlich nicht viel, ja. Ein kleiner Fehler und weg sind die 4 Sekunden. Deswegen, da muss man tatsächlich aufpassen und hier nicht zu früh freuen. Ja, läuft aber aktuell recht gut. Das ist der letzte große Sprung in diesem Rennen. Sehr gut. Ja, schönes Auto, Leute. Also echt, auch hier wieder Force Feedback 1A. Tatsächlich, also 1A Force Feedback in diesem Spiel. Und da ist das Ziel und wir haben das Rennen sauber nach Hause gebracht. Ohne 3 Versuche, Gott sei Dank. Der R8 Spider herrscht über die Straße. Ganz meine Meinung. Ja, wir freuen uns, Leute. Geil, wir haben diesen BMW besiegt. Wir machen direkt mal auf weiter. P1 Gentleman, sehr schön. So haben wir uns das vorgestellt. Wir holen uns unsere Belohnung ab hier. Unsere XP, unsere Bugs. Wie heißt das Geld hier? Bugs, Buckets? Ich sage immer Bugs. So, mittlerweile haben wir etwas über 300.000. Kriegen noch ein paar Teile. Blau, grün, grün. Alles klar. Und machen einmal Fortfahren. Rückkehr zum freien Fahren. So, ihr Lieben. Fahrzeugprämie erwartet dich. Ja, die Fahrzeugprämie erwartet uns. Das ist gut. Alles klar, ihr Lieben. Auch diesmal wieder danke fürs Zuschauen. Wir beenden hier diese Episode an der Stelle nach diesem erfolgreichen Rennabschluss. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Klickt mir gerne auf die Glocke für ein Abo. Ja, ansonsten bleibt dran. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao.